mal im Ernst. Dieser Toni, der macht es. Immerhin mal ein Gegner, der den Takt trifft. Fakt ist, aber du bist trotzdem kein Abriss. Nenn es Denkmalschutz oder Flachwitz. Bisschen Gucci Gangstyle. Doch die Stimme klingt halt eher so, muss nicht sein. Klingt halt eher so Testlauf. Und das muten wir später im Track raus. Alter und Fotze und dieser Shit. Deine Wortwahl unterschreibt, dass du noch 17 bist. Autotune hat schon Sinn gemacht. Der ist kaschiert, wirklich gut, dass du nicht singen kannst. Du beißt heute in Bordstein. Street Credibility. Ich bin deutlich im Vorteil, ich spitte geile Punches, so als wenn sie Simage Key. Dieser monotone Style, bei deiner Qual, ich lieb ich sofort ein. Bei Runde 1 hatte ich dann die Faxenblicke, ist ein Battle hier, Digga, und keine gute Nachtgeschichte. Erzähl mal, Luca, willst reich werden, trotz Eltern, die Geld haben? Ich weiß, ist schon seltsam, bist Straße, aber drehst vor dem Haus deiner Eltern. Du solltest es besser lassen, probier doch mal Rap zu machen. Denn wenn ich Autotune will, dann geh ich zu West Coast Customs. Hast noch Zeit, also üb fleißig weiter. Dann kapierst du, was geht. Nicht wie früher beim FC Bayern, weil hier Toni vor Luca steht. Wie gesagt, dieser Toni, der macht es. Was denn? Battle Rap und zwar klassisch. Ohne krasse Effekte mit Pitch. Wie dieser Mario Götze Verschnitt, wie gesagt. Dieser Toni, der macht es. Was? Battle Rap und zwar klassisch. Ohne krasse Effekte mit Pitch. Wie dieses Bonsen verpestete Kind, wie gesagt. Dieser Toni, der macht es. Was? Battle Rap und zwar klassisch. Ohne krasse Effekte mit Pitch. Wie dieser Mario Götze Verschnitt, wie gesagt. Dieser Toni, der macht es. Was genau? Battle Rap und zwar klassisch. Ohne krasse Effekte mit Pitch. Wie dieses Bonsen verpestete Kind, wie gesagt. Dieser Toni, der macht es. Was denn? Battle Rap und zwar klassisch, ohne krasse Effekte mit Pitch. Wie dieser Mario Götze Verschnitt, wie gesagt. Dieser Toni, der macht es. Was? Battle Rap und zwar klassisch, ohne krasse Effekte mit Pitch. Wie dieses Bonsen verpestete Kind, wie gesagt.